Willkommen zurück. Irgendwie ist das Wetter echt komisch. Blaue Wolken. Blaue Wolken. Baum. Scheiße. Hast du ein flüchtige Luft? What the fuck? Nicht dabei. Und ich glaube, ich habe nicht mal... Ich habe nicht mal eine. Weiß ich nicht. Alter, was ist das denn? Ach du Scheiße. Das ist ja diese Kacke. Das soll ein alter Gott sein, ja? Yep. Oh. Aber... Das 50% der Leute sagen, es ist einer, und 50% der Leute sagen, es ist keiner. Also bitte spart euch die Kommentare unter dem Video. Ja, bitte. Keine Diskussion darüber. Das ist jetzt nur mal von mir so eine Frage gewesen. Ach du Scheiße, sieht das... Ach. Ja, und wenn du da später die Quests anmachst, dann hast du halt eine Verdauungsanzeige. Der Schlund des Wahnsinns. Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Ist das eklig. Ich würde da ja mal ein paar Bomben oder Atombomben reinschmeißen, bitte. Oh. Nein, stattdessen werden wir reingeschmissen. Ja, das ist viel besser. Wir sind ja auch viel schwerer verdaulich als eine goldene Bombe, aber okay. Quest abgeben. Freunde, die Lebensweise der Wildhämmer ist in Gefahr. Unsere Feinde sind zu zahlreich, als dass wir uns weiterhin voneinander isolieren könnten. Wir müssen uns vereinigen. Einheit jetzt, die Einwohner Donnerhammers haben nicht gerade Einheit demonstriert, als ihr Zwielichtschamane unsere Feste am Ufer aufgebrochen hat. Och Gott, Leute, ihr redet zu schnell. Oh, das ist doch typisch für einen Feuerbart. Ihr könnt doch nichts über eure eigene dicke Nase hinaussehen. Wir stecken bis zu unseren Ellbogen... Oh, ich kann nicht so schnell lesen, Mann! Mann, ey! Ja, wie auch immer, die sind auf jeden Fall am Arsch und die müssen sich vereinigen und irgendwie zaufen sie sich lieber, statt dem nachzugehen. Egal. Oh, jetzt hat der Pfosten die Quest. Ich glaub's ja einfach nicht. Na, habt ihr euch zu Ende gestritten, meine Güte. Man hätte euch... Zwerge sind scheiße! Man hätte euch Sturbart nennen sollen. Oder Stoppelbart. Ja, jetzt müssen wir... und zwar ist es so, die sagen, ja, heiratet doch. Oh nein. Der Feuerbart soll halt einer von diesen Braunbart-Typen da heiraten. Braunbart, dämlich. Und er sagt, nö, mach ich nicht. Interessiert mich nicht, ihr habt uns auch nicht geholfen. Und die Tante ist auch entführt worden. Hi. Jetzt müssen wir die erstmal zurückholen, damit sie überhaupt heiraten kann. Dum. Oh. Mann. Ja, ist ruhig. Moin, Kollege, was geht ab? Findet funny. Funny, geil. Ogerkloppe. Geil. Kloppel keiner. Oh. Komm her, du Wolf, ich hau dich kaputt. Mhm. Boah. Irgendwie wäre es ja schlauer gewesen, den Wolf zu meinen Kontrollen und ihn anzugreifen. Kann ich nicht. Ich weiß, aber... ich wollte es mal gesagt haben. Und jetzt lässt du ihn natürlich los, statt andere Oger zu verkloppen, genial. Nein, nein, ist abgelaufen. So schnell geht das? Ja. Doof. Jetzt lässt du ihn natürlich los, lalalala. Fanny, wir retten dich. Ach, Donnermann heißen die nicht Braunbart. Entschuldigung, wenn ich gerade nicht so viel rede. Du hast ja gerade den Mund voll. Hab ein Brötchen in der Fresse, ja und? Oh, so ein lecker Mohnbrötchen jetzt. Oh, mit Zwiebeln. Ach nee, Mohnbrötchen. So ein gehacktes Brötchen? Gehackt, ja, aber kein Mohnbrötchen. Also ich muss auf jeden Fall vor 19 Uhr rübergehen einkaufen. Wow. Wolf! Ah! Sobald du 85 bist, mach ich das. Dann müsst ihr ja schon fast voll sein.
Weil er sagt, ja, die Donnermars, die haben nichts drauf, die haben nichts in der Asche und ich brauche nicht so eine quietschtante Frau. Boah. Ich will eine mit Eiern quasi. Soll er mich heiraten? Tut mir leid, Klappe überhaupt, ey. Bist schon vergeben. Lieber das, du hast mich ja nicht verdient. Ich weiß. Ja, so doch nicht, du Idiot. Ist viel zu gut für mich und nee, zu nett. Überhaupt, ich meinte eigentlich andersrum. Du hast mich nicht verdient? Oh Gott. Du hast mich in einem negativen Sinn nicht verdient. Ich weiß nicht, was an dir negativ sein sollte. Mhm. Schleimer. Holy moly. Das war so viel positive Energie in meinem kleinen verkümmerten Herz, hat nicht explodiert. Boah. Nein, war nur Spaß. Ja. Nein. Das ist das, was sie sagt. Immer wenn sie was Nettes macht, muss ich was Gemeines drauf antworten. Das ist aber wirklich so. Vielleicht damit ich mich nicht dran gewöhne. Mhm. Oh, singen. Teufelskreis nennt man das. Singing in the rain, I'm singing for the mother. Kann sein, dass ich bei der nächsten Quest, die ich abgebe, steige. Ich weiß es nicht. Kann. Krass. Kannst du gucken, wie viel du noch brauchst und wie viel das Quest gibt? 900, warte mal, 90 Millionen? Nee, ach, ich habe keine Ahnung. Ich sehe das nicht so schnell, Moment. Das sind zu viele Zahlen. Ich bin ein Kacknoob. Ich kann nicht über 100 rechnen. 100? 100? Was ist 100? Ah. Römisch, glaube ich, C, oder? Ja? Was? Oder? Nee. Was C nicht? Ist 1000. Ich glaube, L ist 100. Sicher? Nein. Mir wurde das so erklärt, C ist 1000 wegen Zentiliter und sowas. Möglich. Keine Ahnung. Ich hatte römische Zahlen nie in der Form. Wir nur ganz kurz. Aber vor Ewigkeiten, deswegen weiß ich es nicht mehr. Oh, Junge. Halt die Fresse. Moment. Nein, das ist was anderes. 1, Moment, 17, 9, 570, 9000, 19000, 100, 9 Millionen habe ich und 9 Millionen 100.000 brauche ich theoretisch. Also noch 2 oder 3 Quests maximal. Naja, ich bin jetzt quasi fast bei der, ach, keine Ahnung. Lalalala. Ich weiß nicht mehr genau, wie viel, was geben die Quests? 60.000 oder so eine Scheiße, ne? Ich weiß es nicht, ich hab ihn nicht gequestet. Ein Querfisch war grad jetzt mit mir. Ich bin 85. Fuck. Gepornt. Ich krieg hier nur mehr Kohle. Siehst du, wenn du ein Argument gegen mich hast, gebe ich das auch gern zu. Scheiße. Ich höre, dir fällt sowieso gleich noch ein Gegenargument ein. Du kannst ja auch sagen, ja, du warst doch schon mal mit Aschner, das Fox hier. Also ganz ehrlich, dass man sich... Warte mal. Kann ich mal auskauen. Dass man sich pro Gebiet auswendig merkt, wie viel Erfahrung man hat. Also das verlange ich von keinem. Das ist ja nur absolut schwachsinnig. Nur 3 Ogre klatschen. Ich weiß. Stehen hier draußen keine? Doch. Ich bin kein Freund von Höhlenkriechen. Wir rennen, die Höhle nicht zukriegt. Wie gesagt, ich habe schon mal gesagt, Leute, es tut mir leid, wenn ich nebenbei ab und an esse und trinke. Aber wir ziehen hier das für euch an einem Stück durch. Ohne große Pause. Ich habe schon 7 Arbeitstage deswegen verpasst. Yeah, whatever. Man kann nur alles ein bisschen extrem übertreiben. Ja, Mann, du hast doch gesagt, dass du mich verlässt, wenn ich jetzt hier nicht 7 Tage mit dir bin. Was bist du denn, Alter? Oh mein Gott, so fies ist der zu mir hier, was der mir unterstellt. Püh. Puh, ich bin tot, er ist auf mich gefallen. Da bist du platt, was? Ja, aber hallo. Na, dann steig mal.
Ich wollte sagen, ich steige eh noch nicht. Ganz knapp. Enes. Eine Quest noch rein theoretisch. Tja, ich weiß nicht, soll ich jetzt warten oder soll ich das hier machen? Ich werde auf jeden Fall kurz davor noch einen Schnitt machen, denn das werde ich als Einzeldingen verpacken. Du lässt mich die ganzen 5 Level mitleveln und ich darf doch bitte nicht mitsprechen. Hä, das meine ich doch gar nicht. Ich habe gemeint, wieso fliegen wir eigentlich nach hier? Ich meine, ich mache das als einzelnes Ding. Ich könnte natürlich jetzt auch einfach einen Sturmwind in eine Angelquest annehmen. Oh, verloren. Schade. Ich könnte den Sturmwind jetzt eine Angelquest annehmen und das machen. Was mir eigentlich auch sogar lieber wäre. Ich bin jetzt hier durch die Angelquest gestiegen. Oh, du Arsch. Egal, ich hätte es. Born to Vibe, ja. Allerdings. Der hat mir mein Elementum weggenommen. Egal, ich hätte es vielleicht noch kriegen können, aber ist egal. So, ich bin nicht dahinter wie der Teufel hinter der Seele. Etwas Geballtes, etwas Gebrautes, etwas Gestohlenes und etwas Geschmortes. So ist das. Hab beim Angeln kein Glück. Ja, das kenne ich. Da wollen wir mal Sturmwind. Leute, ernsthaft, verratet mir mal, wie man beim Angelwettbewerb sehr schnell Fische fängt. Das kann doch nicht nur Glückssache sein, dass manche 15 Minuten schneller sind als ich quasi. Es muss doch irgendwas geben. Liegt es an irgendwelchen Items? Ich meine, man kann Items nehmen, die den Skill erhöhen, aber liegt das echt an denen? Ich kann es mir nicht vorstellen. Bitte, bitte, bitte verratet es mir. Ich bin ein Kacknub, was das angeht. Auf jeden Fall werden wir in der nächsten Folge auf 85 steigen. Die magische 85. Wir haben sie endlich erreicht. Ich danke euch allen, dass ihr mich bis hierher begleitet habt. Mein Gott, ist das ein Satz. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zusehen. Und bye bye. Bye bye.